Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem Süßigkeiten-Schnelltest. Ich habe wieder für euch so ein Loco Look Starter Pack geholt. Das Ganze mit einem Trendy Candy Mix. Ich habe euch häufiger solche Sachen vorgestellt. Und diesmal habe ich eine Edition von Disney's Planes besorgt. Ich bin gespannt, was da alles drin sein wird. Und ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Fangen wir direkt an und gucken, was uns erwarten wird. So, dann machen wir das Ganze mal schnell auf. So, wie ihr schon sehen könnt, haben wir einmal hier die Disney Planes. Da ist ein Sticker drin und, okay, wir haben wieder hier einen Lutscher mit saurem Pulver drin. Oh Mann, das wird bestimmt sehr lecker werden. Dann haben wir hier jeweils von zwei Stück, haben wir einmal solche, ja, ich glaube, das sind hier so Traubenzucker-Dinger. Einmal so als Lippenstiftformat und einmal so als Pastillen. Davon will ich jeweils mal eins testen und gucken, wie das schmecken wird. Fangen wir erstmal damit an. Kann man das hier rausnehmen? Oh, jetzt habe ich es abgebrochen. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich schneide mal einfach ein Stückchen ab und werde es dann einfach so direkt probieren. So. Da ist nochmal das Ganze. Ich gehe mal davon aus, dass es hier Erdbeergeschmack sein wird. Ist es? Oh. Es ist sehr süß. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Schmeckt aber sehr gut. Oh, aber verdammt süß. Eieiei. Dann machen wir damit mal direkt weiter. Hier haben wir mehrere Pastillen drin. Es könnte sein, dass da mehrere Geschmacksrichtungen sind, je Farbe. Natürlich bin ich mir nicht sicher und deswegen werden wir es herausfinden. Okay, das war einmal Himbeer. Probieren wir das Grüne. Sehr geschmacksneutral. Womit kann ich das vergleichen? Freunde, kennt ihr diese Ketten und Anhänger, sprich diese Knusperketten, die man sich dran machen kann? Genauso schmecken die auch. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich kenne es nur aus meiner Kindheit. Ja, schmeckt sehr gut. Aber ich muss sagen, die schmecken alle relativ sehr neutral. Also man schmeckt nicht sehr stark Erdbeer raus oder Apfel. Pipapo. Machen wir direkt weiter mit dem Disney Planes Lutscher und mit dem sauren Pulver. Ich freue mich tierisch drauf. Dann machen wir das Ganze mal schnell auf. Brauche ich ein Messer für? Ja, brauche ich. So. Dann haben wir einmal... Das ist unser Sticker. Cool. Dann haben wir einmal hier unser Stinkefuß, unseren Lolli und da unser saures Pulver. Das kennt ihr bestimmt schon. Das haben wir euch schon mal häufiger vorgestellt, diese Kombination. Da muss ich gerade überlegen. Da hat Kahn ein Video gemacht. Aus der Toilette essen. Auch ein sehr witziges Video. Das ist das gleiche Prinzip, Lutscher und saures Pulver. Das Ganze werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Guckt euch das Video von Kahn dann nochmal an. Freunde, dann werde ich mal das Ganze hier testen. Ich glaube, ich muss das erst anlutschen, oder? Sonst klappt das doch gar nicht. Ah, doch. Ja. Komm, ein bisschen mehr. Pack mal ein bisschen hier was raus. Das ist das Ganze hier. Nicht das hier, das hier. Ich zoome euch mal kurz da rein. So. So sieht das Ganze aus. Es ist auch ein wenig... Na? Ups. Oh. Habt ihr das gesehen? Das heißt... Ah, okay. Das sind diese Teile, die dann im Mund so knuspern. Das finde ich natürlich sehr geil. Jetzt ist mir alles falsch eingestellt. So. Ich probiere jetzt einfach mal. Mal kurz reindippen. Das Ganze knuspert im Mund. Ich habe jetzt Orangengeschmack erwischt. Sehr lecker.
Dippe ich noch kurz einmal rein. Sehr geil. Hört ihr das? Also es knuspert bei mir die ganze Zeit im Mund. Ich glaube, ich werde mir mal die ganze Packung gönnen. Und ich hoffe mal, also meinen Mund dann ans Mikro halten, vielleicht hört ihr das ja. Auch sehr sauer. Ich habe es gerade nicht runtergeschluckt. Und habe einfach nur Mund gelassen. Boah, das war zu viel. Alter. Auf jeden Fall sehr geil. Freunde, das war's mit dem Süßigkeiten-Schnelltest von Lokolok. Das Ganze hat 99 Cent gekostet. Findet ihr im Marktkauf. Sehr lecker. Und die haben ja viele verschiedene Sorten. Also da ist für jeden was dabei. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, das Video war so, ich weiß nicht, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Und wenn ihr weitere coole, freshe Videos mit uns schauen wollt, dann lasst uns doch bitte ein Abo da. In diesem Sinne würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder und tschüss!